Hallo Freunde der Mathematik. Im vorigen Tutorial, das hier unten, im RSM 23, habe ich euch gezeigt, wie man den Rauminhalt von solch einem Rotationskörper berechnet. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man die Oberfläche von solch einem Rotationskörper berechnet. Wir können unseren Becher schön modellieren durch die Funktion Quadratwurzel von x. Dazu brauchen wir aber nicht den gesamten Graphen, sondern wir werden ihn reduzieren auf das Intervall 1, 5. Deshalb stelle ich hier die Zahl a ein auf 1, so, und die Zahl b auf 5, so. Und wenn wir diesen Funktionsgraphen, der auch hier im 3D-Fenster zu sehen ist, um die x-Achse drehen, dann erhalten wir diesen Rotationskörper und wir erkennen schon unseren Becher, nur hat er keinen Boden. Wir müssen daran denken, auch als Außenfläche diese Bodenfläche mitzuberechnen. Das ist aber einfach der Flächeninhalt von einem Kreis, also Pi r Quadrat. Und der Radius von diesem Kreis, das ist die Quadratwurzel von 1, also 1. Der Flächeninhalt von dieser Kreisscheibe, das ist Pi mal 1 Quadrat, also ganz einfach Pi. Am Ende nicht vergessen, diese Zahl Pi zu dem Flächeninhalt von dieser Außenfläche hinzuzurechnen. So, jetzt werden wir diesen Flächeninhalt berechnen und das ganz einfach anhand unserer bekannten Formel. Zuerst rechnen wir schnell diese Funktion aus. Für unsere Wurzel von x ergibt das ganz einfach und schnell diese Quadratwurzel. Geben wir also ein, 2 mal die Zahl Pi, die ist da unten in Gelb versteckt. Für Gelb tippen wir die Shift-Taste, Tipp, und jetzt tippen wir auf diese Taste, Tipp. So erscheint das Pi im Display und 2Pi ist noch zu multiplizieren mit dem Integral. Dazu tippen wir also die Integral-Taste, Tipp, und hier geben wir diese Quadratwurzel ein. Also die Quadratwurzel, Tipp, von x plus 0,25. Jetzt müssen wir noch die Zahlen a und b, das heißt hier 1 und 5 eingeben. Um die 1 einzugeben, drücken wir auf die Kursortaste nach unten, Tipp, und können dann in diesem Feld diese 1 eingeben, Tipp. Jetzt die 5, wir drücken auf die Kursortaste nach oben, Tipp, und können hier die 5 eingeben. Tipp. Das Integral ist eingegeben, es wird auch mit 2Pi multipliziert. So sollte Casio eigentlich den gesuchten Flächeninhalt herausfinden. Durch die Enter-Taste finden wir 44,53, aber 44,53, was? Sind das Quadratmeter oder sind das Quadratzentimeter? Es sind 44,53 Einheitsquadrate, solche Einheitsquadrate. Wir schauen uns das hier im 3D-Fenster an. Diese Außenfläche hier sind also 44,53 mal solch ein Einheitsquadrat.